Dann rufe ich auf die Aktuelle Stunde, Top 89, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Alles dicht machen, Meinungsfreiheit und Debattenkultur müssen auch in Corona-Zeiten von der Politik verteidigt werden. Gemeinsam mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, das ist die Tagesordnung 107. Das Wort hat der Kollege Lenders. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Unter dem Hashtag Alles dicht machen haben ca. 50 Schauspielerinnen und Schauspieler in Videos Kritik an der Corona-Politik der Regierung geübt. Meine Damen und Herren, die heftigen Reaktionen zeigen, wie gespalten mittlerweile unsere Gesellschaft in dieser Frage ist. Und meine Damen und Herren, man muss dann feststellen, dass ein konstruktiver Diskussionskultur, eine Diskussionsdebatte zumindest einmal stark unter Druck geraten ist. So sind seitens des Rundfunkrates gar Stimmen laut geworden, die gesagt haben, man möge mit diesen Schauspielerinnen und Schauspielern die Zusammenarbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beenden. Es sei Schützenhilfe für Querdenker und AfD. Meine Damen und Herren, da gibt es auch andere Beispiele. Ich glaube, das werden wir heute Morgen noch bei dem Thema Klimaschutz erleben. Es gibt es zum Beispiel bei dem Thema Europa. Aber dann darf ich auch einmal fragen, dürfen wir die Europapolitik nicht mehr kritisieren, bloß weil eine AfD gar aus Europa aussteigen will? Meine Damen und Herren, es gab die Beispiele Böhmermann mit seinem Video und seiner Kritik an Erdogan. Da darf man die Frage stellen, darf Kunst alles? Kunst muss im Rahmen der Kunst diskutiert werden. Politik im Rahmen der Politik. Wissenschaft in der Logik der Wissenschaft. Die Grenzen sind fließend, aber die Bereiche sind nicht deckungsgleich. Gerade deshalb ist es so dramatisch, wenn ein Politiker und Mitglied wie WDR-Rundfunkratsmitglieder fordern, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sollten nicht mehr im Rahmen des öffentlichen rechtlichen Fernsehens auftreten dürfen. Meine Damen und Herren, wo liegt der Unterschied? Wer entscheidet denn eigentlich, was richtig und was falsch ist? Die Fraktionsvorsitzende Ines Claus hat am Dienstag während der Regierungsrede da auch ein paar Beispiele genannt. Und sie sind auch dankenswerterweise auf die Fälle im Rundfunkrat ja schon eingegangen. Aber sie sagten dann auch, die Kritik der Schauspieler lässt vieles außen vor. Und sie sagten, es gibt keine Alternative dazu. Doch, meine Damen und Herren, es gibt Alternativen zu dieser Politik. Nur manchmal wollen Sie diese Alternativen eben einfach nicht diskutieren, Herr Claus. Meine Damen und Herren, der Unterschied zwischen den Linken und den Rechten ist, dass offenbar ein offener Diskurs nicht mehr möglich ist, wenn die Gefahr besteht, dass neue Rechte oder Verschwörungstheoretiker oder Querdenker diese Meinungen sich zunutze machen könnten. Wir haben als Politik die Aufgabe, die Grundlagen unserer Gesellschaft zu verteidigen. Das muss gerade in den Zeiten passieren, in denen diese Grundlagen Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Freiheit der Wissenschaft so stark unter Druck stehen wie jetzt. Meine Damen und Herren, wir müssen als demokratische Gesamtgesellschaft eine konstruktive Debattenkultur leben. Nicht die Argumente der Schauspielerinnen und Schauspieler haben neuen rechten Querdenkern und Verschwörungstheoretikern in die Hände gespielt. Ihnen spielt in die Hände, wenn man sich mit Argumenten nicht mehr kritisch auseinandersetzen will. Und zum Schluss, leider passiert das auch hier im Hessischen Landtag viel zu oft, dass da heißt,
Mit Ihnen setze ich mich überhaupt nicht mehr auseinander. Meine Damen und Herren, wir müssen als gute Demokraten uns mit diesen Theorien und Argumenten auseinandersetzen. Das ist unsere Pflicht als Abgeordnete. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Jürgen Lenders. Das Wort hat nun der Kollege Dr. Grobe, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir sollten dankbar sein für diese intellektuelle Kunstaktion und dankbar, dass die Künstler ihre Sprache wiedergefunden haben. Endlich wurde das jahrelange Schweigen gebrochen. Der Kaiser ist nur nackt. Lassen Sie uns daher alle den Hut vor diesen 53 Schauspielern ziehen, denn diese haben den Mut gehabt, wieder ihre Meinung öffentlich zu artikulieren, und das ironisch, bissig und pointiert. Zumal die Künstler von den ökonomischen, psychischen und gesundheitlichen Nebenwirkungen der Lockdowns scheinbar viel mehr Ahnung haben als Sie. Das bescheinigen Ihnen auch viele Ärzte, die nun auch Videoclips eingestellt haben. Sie dagegen von den sozialistischen Parteien CDU, Grüne, SPD und Linkspartei scheinen wie Rigoletto einen Buckel durch ihre rückgratlose Haltung bzw. einer Liebedienerei Merkel gegenüber erworben zu haben. Und das konnte man in Ihrem Verhalten, welches Sie gestern wieder an den Tag legten, genau ablesen. Sie treten nämlich die Meinungsfreiheit mit Füßen. Dabei zeigten die meisten Reaktionen in den Kommentarspalten der sozialen Medien, dass die von den Künstlern vorgebrachte Kritik in großen Teilen berechtigt ist. Es zeigt aber auch, dass wir uns in einer neuen Art von Krieg befinden, einem Meinungskrieg, der glücklicherweise noch längst nicht entschieden ist. Für unsere Moralapostel scheint es nur eine Wahrheit zu geben, und zwar ihre eigene. Wer anders denkt und das Sakrileg begeht, die Regierung zu kritisieren, ist für Sie der Feind. Ein Mittagessen und Foto mit einem vielleicht Andersdenkenden genügt, oder, Frau Ministerin Dorn? Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Gerade die Schärfe, mit der ein monolithisches Kartell aus den genannten Blockparteien und Mainstream-Medien gegen die in Ungnade gefallenen Künstlerdissidenten wütet, erschreckt ungemein. Nicht von ungefähr bezeichnet der Mitinitiator Dietrich Brüggemann diese Kritiker als Lynchmob. Und ich gebe ihm recht, denn die Medienelite hält nicht mehr die absoluten Mindeststandards der Toleranz ein. So werden seitens der Medien und ihrer Apologeten die Äußerungen der Künstler als schändlich, als empathielos, als eklige Arroganz, als Dammbruch, als größter Erfolg der Querdenkerszene oder mit einer neuen geistig armen Wortkreation als unfucking fassbar herabgewürdigt. Zudem wurden die 53 Künstler als überprivilegierte Menschen, die in luxussanierten Altbauwohnungen leben, diffamiert und als Konsorten, die angeblich ihre Gagen vermissen, denunziert und diskreditiert. Hier zeigt sich keine ausgewogene Kritik mehr, sondern es erinnert an schlimmste Zeiten des Klassenkampfes. Man nutzt nämlich den Sprachjargon eines Eduard von Schnitzler aus dem Schwarzen Kanal oder dem des Neuen Deutschland. Nicht zu vergessen, dass ein ehemaliger SPD-Minister, der zudem im WDR-Rundfunkrat sitzt, berufliche Konsequenzen für die Schauspieler einforderte. Diesen Übergrifflichkeiten müssen wir entschieden entgegentreten. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich an die Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 erinnern. Mit Hass und Hetze wurde er überzogen. So sagte der Präsident des Verbandes der Theaterschaffenden, Wolfgang Heinz, im Neuen Deutschland, Zitat: „Ich weiß nicht, was ich meine Einstellung zur konsequenten Maßnahme der Regierung besser zum Ausdruck bringen könnte, als es Ernst Busch getan hat, indem er Brechts Gedicht vom Klassenfeind zitiert hat. Was unserer DDR und ihrer führenden Partei schadet und dem Klassenfeind nützt, kann nicht geduldet werden." Zitat Ende. Oder das Kabarett Die Distel. Zitat: „Biermann hat sich in einem Zug gesetzt, der zurückfährt in eine Vergangenheit, die wir überwunden haben." Wenn ich Ihre Reden und Äußerungen im Plenum und damit vergleiche, fühle ich mich längst in die DDR zurückversetzt. Dass durch die Gnadenlosigkeit von Politik und Medien bereits 19 Künstler ihre Videos aufgrund der Hasskampagne, die auch in einen Mordaufruf mündete, zurückgezogen haben und einige bereits öffentlich um Ablass bitten, macht es nur noch schlimmer.
dass nun auch YouTube den Künstlerkanal Alles Dichtmachen aus den Suchergebnissen seiner Plattform ausgeblendet hat, muss uns noch mehr mit Sorge bereiten. Denn dies ist nicht nur rechtswidrig, sondern verletzt Artikel 5 des Grundgesetzes. Denn jeder hat ein Recht auf Meinungspresse und Informationsfreiheit. Wo bleibt Ihr Aufschrei? Oder freuen Sie sich insgeheim über Ihren neuen Zensurpartner? Wenn ich damit ins Schwarze getroffen habe, und ich glaube, ich fürchte, das ist so, sagt dies viel über den Zustand unseres Landes aus. Meine Damen und Herren, damit der Meinungskorridor nicht noch enger wird, müssen wir uns entschieden für unsere Freiheitsrechte einsetzen. Wenn Sie das mittragen, dann können wir gemeinsam gegen Denunzierung, Bevormundung und eine Einheitsmeinung vorgehen. Wenn Sie das nicht wollen, dann gehen Sie bitte ehrlicher mit den Bürgern um. Führen Sie dann bei den öffentlich-rechtlichen Zwangsmedien eine neue Rubrik ein. Diese heißt dann regierungstreue rot-grüne Hofberichterstattung. Das macht es dann für alle einfacher, die Beiträge richtig einzuordnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Grobe. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Horst Falk, CDU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass ich immer zu solchen Freiheitsthemen sprechen darf. Ich fühle mich schon wie so ein kleiner Freiheitskämpfer. Ich will nur einsteigen und sagen, jeder lebt ja im Prinzip in seiner eigenen Welt. Die jüngere Generation würde sagen, wir leben alle in einer Cloud oder jeder lebt in seiner Bubble. Um das Thema ein bisschen zu strukturieren, will ich mal unsere Welt in zwei Universen aufteilen. In dem ersten Universum, aus meiner Sicht, da leben Menschen, die von Corona-Maßnahmen betroffen sind, die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen hinnehmen müssen, die Homeschooling bewältigen müssen, die Sorge haben vor Arbeitsplatzverlusten. Und diese Menschen gehen unterschiedlich mit dieser Situation um. Ein Großteil, und dafür bin ich sehr dankbar, akzeptiert diese Einschränkungen und hält sich an die Regeln. Es gibt aber auch Menschen, die sich kritisch damit auseinandersetzen und manche, die lautstark versuchen, die gegenwärtige Situation und die gegenwärtige Krise für fragwürdige Ziele auszunutzen. Das zweite Universum, und da bin ich wirklich heilfroh, dass ich da nicht dazugehöre, das sind die Menschen, die stark von der Krankheit betroffen sind, und das sind Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und die jeden Tag um das eigene Leben oder das um anderer Menschen kämpfen. Die Berichte in den Medien über die Arbeit auf den Intensivstationen geben nur einen ganz kleinen Eindruck wieder, wie sehr diese Menschen belastet sind, wie sehr das klinische Personal belastet ist und welcher Angst die Patienten ausgesetzt sind. Schwierig wird es, wenn diese beiden Welten aufeinander stoßen. Für die an Corona Erkrankten und für die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal waren die Filme von Alles Dichtmachen ein herber Schlag ins Gesicht, der sehr wehgetan hat. Dieser Schlag hat aber auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen, die seit einem Jahr tatkräftig mithelfen, diese Pandemie zu bewältigen. Was haben die Künstlerinnen und Künstler jetzt gesagt? Und da darf ich Ines Klaus von gestern zitieren. Die Künstler nennen keine Alternative. Sie kritisieren nur. Das darf man machen, aber das ist natürlich die einfachste Form der Kritik. Eine konstruktive Kritik wäre hier besser. Das haben wir auch eben bei den Feuerwehren gemerkt, dass das eine oder andere nicht so ganz konstruktiv ist. Ministerpräsident Armin Laschet, der die Meinung von Alles Dichtmachen ausdrücklich nicht teilt, sagt dazu, in Krisensituationen ist die Minderheitsmeinung gerade von Künstlern und Intellektuellen wichtig. Das sehe ich ganz genauso. Es soll niemand in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Die große Mehrheit darf selbstverständlich ebenso ihre Meinung äußern. Das muss sie auch, denn sonst könnte der Eindruck entstehen, dass die Minderheitsmeinung die Mehrheitsmeinung sei. Die Forderungen nach Sanktionen für die betreffenden Künstlerinnen und Künstler sind hier aber fehl am Platz. Gesundheitsminister Jens Spahn hat ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.
Ich glaube, das ist der wichtige Satz, der uns auch hilft, die Pandemie zu überwinden. Das ist jedenfalls der Satz, der mich am meisten persönlich beeindruckt hat in dieser Krise. Und ich glaube, dass der noch sehr wichtig werden wird. Ulrike Folgerts, die Schauspielerin, zum Beispiel hat sich entschuldigt, hat einen Fehler eingeräumt. Und ich glaube, dass man, wenn jemand einen Fehler einräumt und sozusagen zu einer anderen Meinung kommt, dass man das auch würdigen soll und dass man das auch anerkennen soll. Wir sind gerade Zeitzeugen der Entstehung eines dritten Paralleluniversums. Das ist das der vollständig Geimpften. Für diese Menschen ist die Pandemie gefühlt vorbei. Sie möchten so schnell wie möglich ihr altes Leben zurückhaben. Die Wahrheit ist aber, dass wir nicht in drei verschiedenen Welten leben, sondern in einer gemeinsamen Welt. Genau genommen sogar in einem gemeinsamen kleinen Land. Und das müssen wir alles zusammenführen. Die medizinische Bekämpfung der Pandemie schreitet voran, und jetzt müssen wir die Zentrifugalkräfte in unserer Gesellschaft reduzieren, um ein Auseinanderfliegen zu verhindern. Und da ist jeder aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Dr. Falk. Nächste Rednerin ist die Frau Abg. Mirjam Schmidt, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Corona-Pandemie ist ein riesengroßer Mist. Ich bin ziemlich sicher, dass es unter den 6,2 Millionen Hessinnen und Hessen keinen gibt, der auf diese Erfahrung nicht gerne dankend verzichtet hätte. Die Menschen, die schwer daran erkrankt sind, diejenigen, die Angehörige an dieses Virus verloren haben, diejenigen, die seit mehr als einem Jahr auf der Intensivstation um jedes einzelne Leben kämpfen, diejenigen, die seit einem Jahr in Existenzangst leben, die Gastronomie, die Einzelhändler und die Kultur, sie liegt am Boden. Eine Branche, die nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung ist, sondern auch für unsere Seele. Es geht ihren Protagonisten schlecht. Ja, die Verzweiflung in der Kultur ist groß. Und wir sehen diese Not. Und diese Not ist uns alles andere als egal. Aber Kunst und Kultur sind immer auch ein Medium, in dem die Dinge verarbeitet werden. Ein Medium, das Sprache, Bild und Klang in Sprache, Bild und Klang gießt, was wir gerade erleben und was das alles mit uns macht. Corona zwingt uns als Gemeinschaft ein Verhalten auf, das, so vernünftig wir es mit dem Verstand auch finden, unseren Seelen absurd erscheinen muss. Weil es dem widerspricht, was uns als Menschen ausmacht. Denn gerade in Krisensituationen sehen wir uns nach Nähe und Begegnung. In der Pandemie aber sind Distanz und Isolation das Gebot, um andere zu schützen. Wenn Verstand und Gefühl aber kaum mehr unter einen Hut zu bekommen sind, dann braucht man ein Ventil. Dazu gehören schon immer auch Ironie, Sarkasmus und Überzeichnung. Wer aber als öffentliche Person Ironie, Sarkasmus und Überzeichnung nutzt, um sich öffentlich Gehör zu verschaffen, der muss auch bereit sein, mit den Reaktionen darauf zu leben. Erstatten Sie eine Zwischenfrage, Kollegin René Rock? Nein. Dass Ironie vielleicht gar nicht als solche verstanden wird. Damit, dass Überzeichnung als Behauptung genommen wird. Damit, dass die Öffentlichkeit nicht mehr unterscheiden kann, ob man sich an die Seite von Querdenkern und Rechtspopulisten stellt oder nicht. Damit, dass Sarkasmus verletzt. Und damit, dass diejenigen, an die man sich wendet, zurückfragen, was wollt ihr eigentlich mit so einer Aktion? Oder auch sagen, das war völlig daneben. Die Meinungs- und die Kunstfreiheit sind mir das wertvollste Gut der liberalen Demokratien. Man kann sich auf zweierlei Weise an ihnen vergehen. Entweder indem man sie missachtet und missliebige Meinungen sanktioniert. Das steht heute aber hier gar nicht zur Debatte. Die andere Variante, nein,
Die andere Variante des Angriffs auf die Meinungsfreiheit ist, dass man diesen Begriff systematisch missinterpretiert und daraus letztlich eine Waffe gegen die Meinungsfreiheit selbst zu schmieden. Letzteres erleben wir immer wieder in Deutschland und leider auch immer wieder in diesem Parlament wie heute. Und ich muss das jetzt einmal loswerden. Ich finde das kaum erträglich, und viele in diesem Parlament geht es ganz genauso. Meinungsfreiheit bedeutet die Freiheit, sich eine Meinung zu bilden und sie zu äußern. Meinungsfreiheit bedeutet jedoch ausdrücklich nicht Widerspruchsfreiheit. Das wäre ein fundamentaler Missbrauch dieses Begriffs. Wer glaubt, seine Meinungsfreiheit reiche so weit, anderen die Kritik an der geäußerten Meinung abzuschneiden, der gräbt damit der angeblich beschworenen Meinungsfreiheit das Grab. Denn die von der FDP beschworene Debattenkultur ist fundamental darauf angewiesen, dass jedem, der sich äußert, auch widersprochen werden kann, wenn es sein muss, auch scharf und deutlich. Die Alles-Dicht-Machen-Kampagne hat sich an die Öffentlichkeit gewandt. Und so stark wie die Absender waren, so stark waren auch die Reaktionen. Alle diese Reaktionen, so unterschiedlich sie auch waren, sind legitim. Und es ist auch legitim, sich kritisch zur Kampagne zu äußern. All das hat die Debattenkultur, die man hier glaubt, schützen zu müssen, gefördert und nicht bedroht. Kein Grund also, hier irgendetwas vom Ende der Meinungsfreiheit und Debattenkultur zu rauen oder gar einen Meinungskrieg herbeizuschwören, lieber Herr Dr. Grobe, sondern ein Beweis der Robustheit der Meinungsfreiheit, selbst in einer gesamtgesellschaftlichen Stresssituation wie dieser. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Dr. Grobe, den Zwischenruf, dann gehen Sie doch nach Nordkorea. Fand ich jetzt nicht ganz charmant, wollte es Ihnen nur mal sagen, aber okay. Meine Damen und Herren, Sie können das ja alle beurteilen. Ich habe gesagt, ich fand das nicht ganz charmant, und das kann sich jeder jetzt was draus ausmachen. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Elisabeth Kula, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde der Freien Demokraten trägt den Titel Hashtag Alles dichtmachen. Meinungsfreiheit und Debattenkultur müssen auch in Corona-Zeiten von der Politik verteidigt werden. Ich muss schon sagen, mich hat dieser Titel sehr irritiert. Er suggeriert, dass die Meinungsfreiheit, die in unserem Land verfassungsrechtlich verbrieft ist, in Gefahr sei. Ein solcher Zungenschlag der Freien Demokraten spielt Verschwörungsideologen und rechten Agitatoren in die Hände, die mit der Behauptung, die Meinungsfreiheit sei unter Corona quasi abgeschafft worden, Ängste und Nöte der Menschen für ihre Zwecke instrumentalisieren. Die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr, auch wenn ihre Grenzen, insbesondere von rechts außen, regelmäßig strapaziert werden. Meinungsfreiheit schützt auch nicht vor anderen Meinungen, Widerspruch und Reaktionen auf die eigene Meinungsäußerung. Und Reaktionen gab es Dutzende auf die Kampagne Alles dichtmachen, für die über 50 bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch, Ulrich Tukur oder Kostja Ullmann ironische Kurzvideos unter dem Motto Hashtag nie wieder aufmachen oder Hashtag Lockdown für immer beisteuerten. Die damit verbundene Kritik an Lockdown-Maßnahmen sorgte für eine heftige Debatte, in die sich auch Schauspielerkolleginnen und Kollegen der Beteiligten kritisch einmischten. Und ja, Kritik an der Corona-Politik ist und bleibt unerlässlich und dringend notwendig. Die unsoziale Schlagseite der Maßnahmen, das Bücken vor Wirtschaftsinteressen, zu komplizierte und langwierige Hilfen für kleine und inhabergeführte Unternehmen, Soloselbstständige werden auf Hartz IV verwiesen, Kunst und Kultur sind im Dauerlockdown, abendliche Ausgangssperren, während im Großraumbüro weiterhin geschuftet wird, Hickhack-Lockdown, das Chaos bei der Impfstoffbeschaffung und der Impfkampagne,
Viel zu später flächendeckender Einsatz von Schnelltests, überlastete Intensivstationen und Pflegerinnen und Pfleger, die oft über die eigene Belastungsgrenze hinaus unmenschliche Schichten übernehmen, um ein zusammengespartes Gesundheitssystem in der Pandemie am Laufen zu halten. Es gibt aktuell viele Gründe, die Corona-Politik zu kritisieren. Im letzten Jahr wurde beispielsweise die Aktion #AlarmStufeRot ins Leben gerufen, bei welcher sich die Veranstaltungsbranche Luft verschaffte und Forderungen auf die Straße brachte, um trotz Pandemie überleben zu können. Die Videos der #AllesDichtMachen-Kampagne sind sehr unterschiedlich, aber sie sprechen die Probleme, die sich vor allem viele der weniger privilegierten KünstlerInnen und Kulturschaffenden betreffen, in der Regel gar nicht an. Stattdessen richten sie sich gegen Lockdown-Maßnahmen als solche sowie der Berichterstattung darüber. Ob man mit Zynismus, der ja als Stilmittel bewusst uneindeutig ist, auf die aktuell seit einem Jahr für viele Menschen sehr belastende Situation reagieren sollte, ist Geschmackssache. Meinen Geschmack trifft es nicht. Ob Journalistinnen und Journalisten aktuell die richtigen Adressaten für Kritik sind, auch daran habe ich meine Zweifel. Welche Reichweite die Aktion hatte, zeigte die Breite und Intensität der anschließenden Debatte darum. Von Ärzten und Krankenhauspersonal wurde die ironische Auseinandersetzung mit Lockdown-Maßnahmen als Angriff auf ihre alltäglichen Bemühungen verstanden, Menschenleben zu retten, und sie etablierten den Hashtag »Alle mal eine Schicht machen«. Ich zitiere: »Ihr habt eine Grenze überschritten«, sagte Carola Holzner, leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen, zur Aktion »Alles dicht machen« am vergangenen Samstagabend in einem Instagram-Video. Und noch ein Zitat, und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun. Ja, es gab auch Debattenbeiträge, die in einer solchen Debatte, sage ich mal, vielleicht weniger was zu suchen haben. Aber da möchte ich auf den Schauspieler Ulrich Mattes zurückkommen und ihn zitieren, welcher die Kampagne selbst scharf kritisierte, aber auch treffend formulierte, ich zitiere noch einmal: »Nach einem Jahr liegen bei allen Menschen die Nerven blank, wir haben alle die Schnauze von Corona voll.« Und im Gegensatz zur FDP sehe ich viel weniger die Meinungsfreiheit in Gefahr als den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der durch jahrzehntelange neoliberale Politik der Privatisierung, der Ökonomisierung, der Niedriglöhne schon vor Corona äußerst brüchig geworden ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Das Wort hat der Abgeordnete Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal denke ich, ich bin zu alt für sowas. Weil was wir hier machen, ist eine Debatte an der Oberfläche eines Problems. Und wir thematisieren statt das Problem die Oberfläche. Es haben haufenweise Künstlerinnen und Künstler ihre Beschränkungen thematisiert in der Weise, wie sie ihnen als Künstler zusteht. Und an diesem Recht will hier in diesem Landtag, glaube ich, keiner einen Abstrich machen. So. Zweiter Punkt, weil es halt auch ein Sozialdemokrat war. Wir reden nicht über den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks, sondern wir reden darüber, dass ein Mensch, den ich kenne und dessen Lust an der schnellen Schlagzeile ihn manchmal aufs Glatteis führt, genau auf diese Lust reingefallen ist und sich dafür sinnvollerweise entschuldigt, weil Berufsverbote für Künstler wegen Äußerungen gibt es mit der Sozialdemokratie nicht. Dritter Punkt. Als ich in den Landtag gewählt wurde, hat ein guter alter Freund von mir gesagt, du wirst eines ändern müssen. Du wirst deiner Neigung zur Ironie Zügel anlegen müssen, weil im politischen Geschäft ist es so, das sage ich dir, das kannst du vielleicht auf dem Marktplatz noch in den Griff kriegen, im politischen Geschäft ist es so, wenn du ironisch wirst, wird die Hälfte es nicht verstehen und es gegen dich auslegen. Das ist genau diesen Künstlerinnen und Künstlern passiert. Und sie haben es auch mehrheitlich gemerkt. Der Kollege Grobe hat hier einen Auftritt abgeliefert, den ich faszinierend fand, weil, ehrlich gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass es ernst meint, hätte ich geglaubt, jemand aus dem spielt einen Darsteller aus dem Kalten Krieg der 50er Jahre und der hat es sehr glaubwürdig gespielt. Aber wir leben in einem anderen Jahrhundert. Nächster Punkt ist einer, der was mit der
unter der Oberfläche liegenden Konflikt zu tun hat. Wir reden über zwei Grundrechte, die seit anderthalb Jahren miteinander im Konflikt liegen. Das ist das Grundrecht auf Freizügigkeit, Freiheit und alles, was damit zusammenhängt, und es ist das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und in der Demokratie werden solche Konflikte ausgehandelt. Dazu braucht es Debatten, deswegen bin ich für jeden Debattenbeitrag erstmal dankbar. Und jeder Debattenbeitrag ist erlaubt. Nur jeder muss sich dann auch mit den Folgen und mit den Nebenwirkungen seines Debattenbeitrags auseinandersetzen. Wer 100% Freiheit will, sagt damit, auch wenn er es nicht laut sagt, ich nehme dafür ein paar zusätzliche Todesfälle in Kauf. Soweit muss man Argumente zu Ende denken. Und das macht die Debatte so schwierig, weil es ist ja nicht so, dass die Argumentation lautet, wir gehen auf null Todesfälle, Klammer auf, das heißt, kein Mensch darf in Deutschland die Wohnung verlassen, arbeiten oder sonst was tun. Das tun wir alle nicht. Wir treffen diese Abwägung alle stillschweigend. Und die andere Variante, wir gehen auf null Freiheit, geht auch nicht, weil das funktioniert in Demokratien glücklicherweise überhaupt nicht. Sondern ich glaube, an der Stelle wäre es wichtiger, über diese Grundfragen zu reden, weil darüber eine Verständigung herbeizuführen, würde die Gesellschaft eher einigen als spalten. Der allerletzte Punkt ist einer, der was mit einer bestimmten Form, also nochmal ein Satz zum Antrag der AfD, die Fernsehberichterstattung hat alles berichtet und genau das wollen sie ja nicht. Das ist ja das Deutliche. Sie hat beide Seiten, alles, was ich gesehen habe, dargestellt. Und die spannende Frage ist, ob das wirklich so gut ist. Weil es gibt eine Debatte unter Literaturkritikern, Wissenschaftlern, die sagt, wir sind inzwischen eine Gesellschaft, in der es nur Schwarz und Weiß gibt. Und jeder seinen Gegner und sich selber einsortiert, in Schwarz oder Weiß. Das ist aber keine Welt, die existiert. Die Welt hat so viele Graustufen. Und mit Verlaub, wenn ich Beifall von der AfD bekäme, würde ich in der Tat überlegen, ob ich was falsch gemacht habe. Aber wenn ich davon überzeugt wäre, dass es richtig ist, müsste ich es natürlich trotzdem sagen. So, das ist aber auch selbstverständlich. Das tun wir nämlich auch alle. Nein, das ist Ihre Weltsicht. Lassen Sie das mal. Sie hätten es gerne so, weil Sie gerne Opfer wären. Sondern an der Stelle werden wir einen Moment darüber reden müssen, und das an anderer Stelle, ob die Mechanismen dieser Gesellschaft, die statt seriöse Debatten zu führen, Hashtags, Twitter, YouTube, Auseinandersetzungen führt, in der eher die weniger reflektierten Beiträge, das bezieht sich jetzt nicht auf die konkreten Geschichten, aber weniger reflektierten Beiträge in der Reaktion sind, ich glaube, da müssten wir drüber nachdenken und machen mal eine Schicht, war die angemessene Antwort. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat der Kollege Rolf Kahnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, klar, dass aus einer Ecke dieses Hauses beim Thema Meinungsfreiheit schweres Geschütz in Stellung gebracht wird. Sensibel und tolerant geht man mit diesem Thema schließlich auch in den eigenen Reihen um. 53 Schauspielerinnen und Schauspieler kommentierten mit ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung. Sie wollten auf gegenwärtig existenzielle Sorgen von Kulturschaffenden hinweisen, selbstredend, mit Stilmitteln, eigenwillig, provokant, emotional, sarkastisch, so wie es die Freiheit auch der Kunst garantiert. Heftige Vorwürfe ließen nicht lange auf sich warten. Sie hätten völlig unangemessene Witze über die Corona-Maßnahmen gemacht, keine Aufträge mehr für diese Künstler, davon war zugleich die Rede. Wenn nun Gespenster des Abschieds von Meinungsfreiheit gar das Ende von Demokratie bemüht werden, so ist das völlig abwegig. Sowohl die einen wie auch die anderen haben ihre Meinung sagen dürfen. Niemand hat ihnen dieses Recht verwehrt. Halten wir also den Ball flach. Eines muss jedoch hinzugefügt werden.
Wer seine Meinung sagt, muss damit rechnen, dass es auch andere tun. Und selbstverständlich tragen alle, die etwas zu sagen haben, dafür auch Verantwortung. Dieser Verantwortung wurden beide Seiten beim sehr ernsten Corona-Thema nicht gerecht. Beide Seiten haben in ihrer Tragweite deutlich überzogen. Wenn einige sich von den Clips distanzierten, dann nicht wegen äußeren Drucks, sondern aus eigener, wenn auch verspäteter Einsicht und Erkenntnis. Einige sahen ein, dass mit diesen Beiträgen eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie stark gefährdet werden kann. Es wäre nur Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern, Corona-Leugnern und Querdenkern, von denen man sich schon gar nicht instrumentalisieren lassen wolle. Das ist gut so. Unsere Gesellschaft darf nicht gespalten werden, weil unsere aller Gesundheit auf dem Spiel steht. Nur mit gemeinsamen Anstrengungen und gemeinsamer Verantwortung kommen wir aus der Corona-Krise heraus. Und dazu, meine Damen und Herren, müssen alle konstruktive Beiträge leisten. Das wäre klug. Dankeschön. Herzlichen Dank, Kollege Kahnt. Das Wort hat nun die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Angela, bitte. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir sind nun seit über einem Jahr in der Pandemie. Sie fordert uns als Gesellschaft heraus, sie verlangt uns allen etwas ab und trifft uns doch so unterschiedlich. Und auch wenn mit der Impfung ein Licht am Ende des Horizonts schon jetzt erkennbar ist, sind wir mitten in der dritten Welle. Kliniken sind an ihrer Kapazitätsgrenze, und die Regierenden haben weitreichende und schmerzhafte Einschränkungen in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger beschlossen, zugunsten der Gesundheit. Der Abgeordnete Grumbach hat ja gerade genau diese Abwägung zwischen den beiden Grundrechten sehr gut beschrieben. Kunst und Kultur sind in ganz besonderem Maße davon betroffen. Und über den Weg als auch die Angemessenheit dieser Maßnahmen gibt es zu Recht eine sehr breite Debatte. Und es gibt auch Proteste in unterschiedlichster Form. Und eine davon ist die Aktion Alles dicht machen. Diese Aktion mit ursprünglich 50 Videos ist ein satirischer, ein provozierender, ein sarkastischer Beitrag zur Diskussion um die richtige Strategie gegen das Virus. Sie hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer und hat sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgebracht. Die einen feierten die großartige Inszenierung, die gelungene Kritik an der Politik der Bundesregierung oder der Regierenden. Die anderen waren geschockt, wie einseitig die Corona-Bewältigung dargestellt worden ist aus ihrer Sicht. Und dabei gab es auch Reaktionen, die die Lage der Kranken, der Angehörigen und der Beschäftigten im Gesundheitswesen als nicht ernst genommen ansahen oder gar als verhöhnt. Ich gehöre zu denen, die diese Aktion inhaltlich kritisiert haben, weil in meiner Wahrnehmung besonders einzelne Videos darunter ein Bild suggeriert haben, aber auch die Zusammenschau der Videos, und zwar ein Bild wir gegen die. Wir, die Eingeschränkten, gegen die, die einschränken. Und diesen Gegensatz finde ich schon falsch. Aber was ich kritisiere, ist, wie dieses Die dargestellt wird. Dieses Die erscheint durch die Inszenierung der Videos als eine Gruppe aus Politik, Wissenschaft und Medien, die eine Einheit bilden würden. Und es entsteht der Eindruck durch diese Videos, dass innerhalb dieser Ebenen und zwischen diesen Ebenen keine Diskussion oder gar Kritik geschieht. Und das ist ja nachweislich falsch. Und nicht nur, dass es diese Einheit nicht gibt, nein, unsere Demokratie finden zu Recht und Gott sei Dank diese Debatten quer durch alle Gruppen der Gesellschaft statt. Und deswegen besonders gefährlich ist es, wenn dieser Diskurs des Wir gegen die aus der politischen Mitte herauskommt, gerade weil es eben rechte Kräfte sind, die den Mythos einer Gleichschaltung verbreiten. Und deswegen darf diesem Bild aus unserer Sicht nicht unwidersprochen bleiben. Völlig einig sind wir uns hier im Hause, dass selbstverständlich die Akteure der Aktion völlig frei sind, ihre Meinung zu äußern. Sie sind es, sie müssen es bleiben und ohne Nachteile. Zu wenig habe ich gerade gehört von Seiten der FDP über die Frage, dass Meinungsfreiheit aber immer auch die Freiheit des Widerspruchs immanent in sich trägt.
Unsere Bundeskanzlerin hat das mal so wunderbar formuliert: Wer sich in eine Debatte einbringt, der müsse damit rechnen, Gegenwind und gepfefferte Gegenargumente zu bekommen. Nachfragen muss man dann auch aushalten. Und das gilt, wie ich finde, für Politikerinnen und Politiker, genauso wie es für Künstlerinnen und Künstler gilt. Denn ja, Satire darf alles, aber ihr darf eben auch widersprochen werden. Und jetzt kommt diese Grenze, und auch da sind wir uns wieder völlig einig hier im Haus der demokratischen Fraktionen. Die Grenze wird überschritten und die Meinungsfreiheit gefährdet, wenn es für eine vermeintlich unliebsame Meinung handfeste berufliche Konsequenzen gibt. Da gab es Impulse von einzelnen Rundfunkräten, da wurden für kurze Zeit Konsequenzen oder gar Entlassung gefordert. Aus meiner Sicht war das grundfalsch. Und Herr Abg. Krumbach hat es ja gerade deutlich gemacht, die prominenten Persönlichkeiten wie der Abg. Duin haben das auch sehr schnell eingeräumt. Und das, finde ich, verdient auch Respekt. Und insofern sind auch die Rundfunkräte klar. Und diese negativen Konsequenzen sind jetzt kein Thema mehr. Und das ist auch gut so. Ich persönlich finde auch persönliche Angriffe auf einzelne Beteiligte falsch. Das finde ich prinzipiell falsch. Das finde ich hier noch einmal ganz besonders falsch. Denn inwiefern alle Beteiligte von der Zusammenschau dieser Videos und von diesem Bild, was insgesamt dann wahrgenommen worden ist, überhaupt wussten, das ist fraglich, auch wie sie damit an andere sich verletzt fühlen. Und insofern haben sich auch einige davon distanziert, haben Videos gelöscht. Aber prinzipiell gilt es, persönliche Angriffe sind immer der falsche Weg. Aus meiner Sicht ist es so, die Pandemie trifft uns alle, auch wenn sie uns unterschiedlich trifft. Und statt dem Wir gegen die sollten wir auch immer wieder stärker das gemeinsame Wir in den Mittelpunkt rücken. Frau Ministerin, der Kollege Lambrou wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die zu. Ja, sehr gerne, aber ich möchte gerne noch diesen Gedanken zu Ende führen. Statt diesem Wir gegen die sollten wir uns wieder um das gemeinsame Wir auch immer wieder stärker kümmern. Und das bedeutet eben, dass wir auch gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte haben. Und das bedeutet auch Diskurs im besten Sinne. Nach Dahrendorf den produktiven Konflikt zu suchen, um die richtigen Wege, unsere Ziele zu erreichen. Denn dann gelingt aus meiner Sicht der Fortschritt. So, Kollege Lambrou, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten ausgeführt, dass Sie selbstverständlich auch gegen Berufseinschränkungen sind, gegen die 50 Künstler, die sich mit der Aktion zu Wort gemeldet haben. Glauben Sie, angesichts der Mechanismen bei den öffentlichen Rundfunkanstalten, glauben Sie wirklich, dass diese Künstler, wenn wir ein Jahr in der Zukunft sind und mal schauen, wie das Engagement aussieht, die Auftragslage, dass die keine Einschränkungen erleben werden nach dieser Aktion bei Aufträgen durch öffentliche Rundfunkanstalten? Frau Ministerin. Ich wüsste nicht, wo Sie einen Hinweis darauf sehen würden, dass in irgendwelchen Rundfunkräten derartige Beschlüsse gefällt worden wären. Und das ist eine Mutmaßung, die ich hier absolut nicht teile. Ich sehe es so, dass die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland sich als absolut wehrhaft und als absolut frei immer wieder gezeigt hat, dass wir gerade an Punkten, wo wir miteinander gestritten haben und in große Diskurse kamen, dass genau dieser Punkt uns weitergebracht hat und dass ich mit Ausnahmen in der historischen Vergangenheit diese Einschränkungen, die Sie immer wieder wahrnehmen als AfD, vor allem dann wahrnehme, wenn nämlich es in Ihre Richtung geht. Sie sehen sich leider immer wieder als Opfer der Meinungsfreiheit. Dabei haben Sie alle Freiheiten, hier Ihre Meinung zu äußern. Sie sitzen hier im Parlament. Sie haben die Möglichkeit, aber gerade Ihnen werden wir auch immer wieder deutlich widersprechen, weil auch das gehört aus meiner Sicht zu uns, zur Aufgabe als Demokratin. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Debatte. Es gibt den dringlichen Antrag der Fraktion der AfD. Sollen wir den Ausschuss überweisen, den Hauptausschuss dann? Okay.